Koschwitz am Morgen. HR1. Genau meins. My Kitchen in Frankfurt und Rosbach. Gustavos Küchenfachgeschäft. My Kitchen, deine Küche zum besten Preis. Hier ist HR1. Die Nachrichten. 9 Uhr. Bundestag diskutiert über Umwelt- und Klimaschutz. BKA-Chef warnt vor Vertrauensverlust in die Polizei. Linke fordern, Renten-Nullrunde zu verhindern. Das Wetter, teils noch Wolken, später Sonne, bis 24 Grad. Mein Name ist Frank Vornhardt. Das waren die Nachrichten. Verkehrslage. Und da ist jede Menge los heute Morgen. Bitte Vorsicht auf der A5 Frankfurt Richtung Kassel. Zwischen Friedberg und Obermörlen liegt eine Plane auf der Fahrbahn. Die A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Dreieck Dernbach und Raststätte Heiligenrot. 3 Kilometer stockender Verkehr. Hier laufen Bergungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Westkreuz Frankfurt und Nordwestkreuz Frankfurt ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Hier laufen gerade Mäharbeiten. A5 Frankfurt Richtung Darmstadt zwischen Frankfurt-Niederrad und Frankfurter Kreuz. 4 Kilometer stockender Verkehr. Hier steht ein defekter LKW auf dem Verzögerungsstreifen vor dem Frankfurter Kreuz und Diesel ist auch noch ausgelaufen. A7 Hannover Richtung Kassel zwischen Hannmünden-Lutherberg und Kassel-Nord. Fahrbahnsperrung. Hier hat es einen Auffahrunfall gegeben mit 2 LKW. Dadurch haben wir 6 Kilometer Stau aktuell ab der Werratalbrücke. Und bitte denken Sie daran, bilden Sie eine Gasse für die Einsatzfahrzeuge dort. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Mainzer Straße 2 Kilometer stockend. A661 Egelsbach Richtung Oberursel in der Ausfahrt Frankfurt-Heddernheim steht ein defekter PKW im Bereich einer Kurve. B27 Bad Hersfeld Richtung Fulda zwischen Fulda-Bronzell und Löschenroth. 1 Kilometer Stau nach einem Unfall, ist nur ein Fahrstreifen frei hier. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die L3071 ist zwischen Speckswinkel und Neustadt in beiden Richtungen gesperrt nach einem Unfall. Die HR1 Umleitungsempfehlung, weichen Sie über Momberg aus. Und Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die L3118 ist zwischen Höringhausen und Niederwaroldern in beiden Richtungen gesperrt. Auch hier hat es einen Unfall gegeben. Bitte fahren Sie über Oberwaroldern. So, das war's von den Straßen. Das Wetter für Hessen hat Bastian für uns. Es gibt ein neues Hoch über der Nordsee, das bringt uns häufig Sonnenschein, heute vor allen Dingen am Nachmittag. Am Vormittag gibt es noch ein paar dichtere Wolken. Es bleibt trocken, die Höchstwerte 17 bis 24 Grad. Morgen geht es auch sonnig weiter bei bis 25 und am Samstag wird sich gar nichts ändern, auch da bis 25 Grad. Hier ist HR1 mit Susanne Schwarzenberger. Und wir machen ja heute Zungengymnastik. Den ganzen Morgen schon freuen wir uns über ihre schönsten Zungenbrecher. Und Silvia Will aus Flörsheim, die ist gerade ganz weit vorne bei mir. How much wood would woodchuck chuck would woodchuck could chuck wood? Woodchuck could chuck as much wood as woodchuck could chuck wood. Haben Sie irgendwas verstanden? Ich habe so gut wie gar nichts verstanden, außer wood, also Holz. Silvia, was haben Sie da gerade gesagt? Das ist die Frage, wie viel Holz ein Biber hacken könnte, wenn er denn dazu in der Lage wäre. Ach so. Da möchte ich gerne mehr von hören. Ihre fiesesten, ihre lustigsten, ihre schrägsten Zungenbrecher, immer gerne her damit bei uns auf unserer HR1 Facebook-Seite. Wir freuen uns riesig darüber. Hier kommt Bette Midler. Einfach gute Musik. HR1.